thailändische Region Chantaburi ist seit jeher bekannt für Edelsteine. Einst wurden hier Rubine und Saphire gefunden. Heute werden alle denkbaren farbigen Edelsteine gehandelt und viele direkt vor Ort zu Schmuck verarbeitet. In der Manufaktur von Juvelo werden jeden Tag Gold- und Silberschmuckstücke gefertigt. An der Entstehung eines Rings sind viele Experten beteiligt, die alle Hand in Hand arbeiten. Bevor die Juweliere an die Arbeit gehen, bespricht das Designteam seine neuen Ideen. Dabei werden grundlegende Eigenschaften wie Stil, Größe und Edelsteinfassung festgelegt. Auf dem Zeichentisch entsteht dann der genaue Entwurf, der das Schmuckstück aus zwei Perspektiven zeigt. Dieser dient als Anhaltspunkt für alle weiteren Schritte bis hin zum letzten Schliff. Jeden Tag entstehen so bis zu 25 neue Designs von Armbändern, Ohrschmuck, Anhängern, Halsketten und Ringen. Soll das so entworfene Schmuckstück in einer größeren Stückzahl von Hand gefertigt werden, wird zunächst ein Modell aus Silber hergestellt. Jedes Detail wird präzise und kunstfertig von der Zeichnung auf diesen Prototyp übertragen. Dabei geht der Modellmacher mit größter Sorgfalt vor, da jede noch so kleine Ungenauigkeit später zu sehen wäre. Ich fertige nun schon seit 5 Jahren Schmuckmodelle an und habe eine gute Ausbildung genossen. Trotzdem dauert es 12 bis 13 Stunden, bis ein einziges Modell wirklich gut ist. Nach der Kontrolle des Silbermodells ist der nächste Schritt die Fertigung einer Gummiform. Die Silbervorlage wird dazu vorsichtig und präzise in Gummi gefasst. Daraus entsteht ein Block, der anschließend in eine Presse gespannt wird. Nach einer Stunde kann die Gummiform aufgeschnitten werden. Mit dieser können nun beliebig viele Wachsmodelle angefertigt werden. Dafür wird in den Hohlraum Wachs eingefüllt. Nach einer Trocknungszeit von etwa 1 Minute ergibt sich so die identische Kopie des Silbermodells. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden. Die gewünschte Anzahl der Ringe wird dann zusammen mit Wachsmodellen anderer Schmuckstücke zu einem sogenannten Wachsbaum zusammengefügt. Bis zu 70 Modelle finden darauf Platz. Der so entstandene Wachsbaum wird in einen Metallzylinder gestellt. 6 von diesen Zylindern können gleichzeitig in einer vakuumerzeugenden Spezialmaschine mit Keramikzement aufgefüllt werden. Etwa 1 Stunde müssen die Zylinder trocknen, bevor sie in den Brennofen kommen. Dort härtet nicht nur der Zement aus, auch das Wachs schmilzt und so entsteht ein Hohlraum, der im nächsten Schritt mit Gold aufgefüllt wird. Soll ein Schmuckstück wie unseres am Ende aus 375er Gelbgold bestehen, kommt es auf die richtige Kombination der Metallanteile an. Die sogenannte Legierung, die selbstverständlich nickelfrei ist. Kupfer, Silber und Zink sind bereits gemischt und werden als Kügelchen beigefügt. Der wichtigste Bestandteil ist das Gold. Exakt 37,5% davon soll das fertige Schmuckstück enthalten. Da es einen höheren Schmelzpunkt hat als die Kupfer-Silber-Zink-Mischung, wird zuerst das Gold eingeschmolzen. Erst danach kommen die Metallkügelchen in den glühend heißen Behälter. Ist die Masse flüssig, tropft diese in ein Auffangbecken. Das darin enthaltene Wasser kühlt die Tropfen sofort ab. Es entstehen sogenannte Nuggets, die genau das beabsichtigte Mischungsverhältnis aufweisen. Die Nuggets sind gerade erst abgekühlt. Da beginnen schon die Vorbereitungen für den nächsten Einschmelzungsprozess. Ein Spezialofen erhitzt das Gelbgold auf mehr als 1000 Grad. Das flüssige Gold läuft dann in den Hohlraum des Keramikzylinders, dort, wo der Wachsbaum zuvor eine Negativmaske hinterlassen hat. Nachdem der Zylinder in die Maschine gefahren wird, stellt der Ofen ein Vakuum her, damit das Gold auch wirklich jedes einzelne Detail der Vorlagenform ausfüllt.
Nach bereits 15 Minuten ist das Metall abgekühlt und der Keramikzement kann entfernt werden. Der ursprüngliche Wachsbaum ist jetzt ein Goldbaum. Ich arbeite seit 15 Jahren als Goldgießer. Das Schwierigste bei meiner Arbeit ist die Genauigkeit, mit der jeder Guss vorbereitet und durchgeführt werden muss. Jedes Schmuckstück hat einen genauen Zeitplan für seine Fertigung und ein zweiter Guss würde den gesamten Ablauf verzögern. Die einzelnen Stücke sind perfekt gegossen. Selbst kleinste Details sind hier bereits hervorragend ausgearbeitet. Bevor die Juweliere die Schmuckstücke weiterverarbeiten, schneidet ein Mitarbeiter aus der Gießerei alle Einzelteile vom Goldbaum. Der verbleibende Stamm aus Gold wird wieder eingeschmolzen und beim nächsten Gießen nochmals verwendet. Bis zum fertigen Schmuckstück, das ein Leben lang Freude bereitet, ist es noch ein weiter Weg. Zunächst entfernt ein erfahrener Goldschmied alle Überstände des Gießens. Er kontrolliert außerdem, ob nach dem Gießen alle Schmuckteile so aussehen, wie vom Designteam entworfen, und untersucht den Goldkörper auf mögliche Risse. Auch die gewünschte Ringgröße muss an dieser Stelle nachgemessen werden. Dann bekommt das Gold die erste Politur. Abhängig von Design und Goldlegierung wird ein Schmuckstück vor seiner endgültigen Fertigstellung bis zu 4-mal auf Hochglanz gebracht. Auffangbehälter sammeln den anfallenden Goldstaub, aus dem wieder pures Gold gewonnen wird. 2 Kilo davon können so jeden Monat in den Verarbeitungsprozess zurückgeführt werden. Bei den heutigen Goldpreisen ein wirtschaftlich nachhaltiger Arbeitsschritt, der sich auch für unsere Kunden rentiert. Unterdessen ist eine andere Abteilung damit beschäftigt, die schönsten Edelsteine für den Juweloschmuck auszusuchen. Diese werden auf Mängel überprüft und farblich sortiert. Anschließend erfolgt eine genaue Vermessung der Steine. Länge und Breite werden exakt erfasst und notiert. Als Kunde möchte man später natürlich genau wissen, welche Maße die Edelsteine haben. Wichtiger bei einem Edelstein ist aber traditionell das Karatgewicht. Die Designer haben mit ihrem Entwurf für unseren Ring einen Kaleidoskop-Ametrin bestimmt. Ein außergewöhnliches Stück, das nur in Bolivien zu finden ist. Der Stein vereint einen perfekten Farbverlauf in sich, vom violetten Amethyst hin zum leuchtend gelben Zitrin. Der aufwendige Schliff lässt den Stein dazu noch spektakulär funkeln. Diamanten im Brillantschliff sollen den Ring später noch mehr zum Strahlen bringen. Sind die passenden Edelsteine gefunden, gelangt das Schmuckstück zurück in die Goldwerkstatt. Dort trifft der Edelsteinsetzer alle Vorbereitungen für das Einsetzen der Steine. Zunächst füllt er den Ring mit Siegelwachs auf, um das wertvolle Gelbgold während der Verarbeitung nicht zu beschädigen. Als erstes werden die kleinen Diamanten in die Ringschultern eingefasst. Dazu spannt der Edelsteinsetzer den Goldring auf einen um 360 Grad drehbaren Sockel, der den Ring schnell in die perfekte Arbeitsposition bringt. Sind alle Diamanten eingesetzt, werden die Krappen bearbeitet, die im nächsten Schritt den Ametrin aufnehmen. Es erfordert eine gute Ausbildung und jahrelange Erfahrung, derart wertvolle Steine kunstvoll in Gold zu fassen. Sitzt der Edelstein, wird weiter an den Krappen gearbeitet, um sie fest um den Ametrin zu legen, ohne diesen zu beschädigen. Ich setze Edelsteine seit 9 Jahren. Der Ametrin ist schön, aber mein absoluter Lieblingsstein ist der Tansanit. Der teuerste Tansanit, den ich je gefasst habe, hatte einen Wert von ungefähr 2500 Euro. Auch nach dem Setzen der Edelsteine findet eine Qualitätskontrolle statt, um sicherzustellen, dass alle Steine fest im Ring sitzen und bei der Verarbeitung nicht beschädigt wurden. Den letzten Schliff bekommt der gesamte Ring inklusive Edelstein von einer kleinen Abteilung, die jedes einzelne Schmuckstück auf Hochglanz poliert. Für die verschiedenen Legierungen gibt es einen jeweils passenden Polieraufsatz. Der Ring wurde zwar bereits mehrfach kontrolliert, dennoch durchläuft er auch nach diesem Arbeitsschritt erneut eine Qualitätskontrolle, um den hohen Anforderungen von Juwelo gerecht zu werden. Es bedarf viel Zeit, Erfahrung und Fachwissen, um ein solches Meisterwerk zu erschaffen. Die Experten von Juwelo machen für heute Feierabend.
damit sie morgen ausgeruht sind, um neue Schätze zu erschaffen.